Hallo und herzlich willkommen hier bei Walkthrough PC Games TV zur 63. Folge von Let's Play GTA 4 German. Und wir sind gerade in heftige Kämpfe verwickelt nach dem Bankraub. Wie gesagt, nach dem Bankraub. Und wir haben uns schon mal eine MG besorgt. Schon längere Zeit her. Sollen Patty, Peggy und Derek folgen. Und wir werden sowieso nicht getroffen, hoffe ich. Ach nein, scheiße, wir müssen da lang. Ich gehe in die Gasse rein. Ja, das hoffe ich auch mal, dass Gott uns Kraft gibt. Seit wann fahren SEKs einen normalen Polizeiwagen? Bleib doch mal stehen. Ist ehrlich, die können auch nicht stehen bleiben. Da. Irgendeiner lebt da noch. Du? Komm schon. Ah, hab dich. Ach, der. Das Abschiedsessen? Da habe ich gerade nicht verstanden, den Dialog jetzt. Was das soll mit Francis McCurry, Frankie. So, jetzt rennt mal schön los. Weil das sind immer noch Cops. Ich habe sie aber nicht erledigt. Ja, du willst nicht keinen Schauerspaß, hä? Seid friedlich und lasst uns gehen, damit wir euch erschießen können oder was? Aha, eine kleine Session. Den schießen wir ab. Ich sag euch was, den schießen wir ab. Nein, sind wir nicht. Ja, Nico, geh ganz gemütlich. Also falls ihr dachtet, die können jetzt landen, können sie nicht. Na, da habt ihr mal gesehen, was können heißt. Jo, wir sind gut im Rennen mit dem Leben und allem drum. Die blockieren dir immer die Deckung. Die gehen da in Deckung, wo du gerade hingehen willst. Da ist einer. Wo ist noch einer? Da ist einer. Da ist einer. Ah, der ist gerade weggegangen. Mist. Was für Pläne haben wir mit dem Money? Waffen kaufen. Und jetzt einfach einschießen in den Haufen. Jesus. Alleine wäre ich aufgeschmissen. Nehmen wir das Medipack, hä? Bisschen Muni haben wir jetzt wieder. So, Deckung nehmen. So, Granate. Bäm. Hä, der muss doch tot sein. Gut, folge ich euch halt.
Ich hoffe bloß, es befährt jetzt kein Zug. Oh, das sind ja noch mehr. Tschüss. Von wo kommen die überhaupt alle? Ich hab den Helikopter noch abgeschossen. Das sind ja wie Parasiten. Scheiße, da, ah, ah. Oh. Das war eigentlich fast schon immer so in jeder GTA-Serie, dass einer mit einem drauf geht beim Bankraub. Ich meine, ich erinnere mich noch an Vice City Bankraub. Na, außer bei GTA San Andreas, da ist niemand drauf gegangen. Da war es aber ein Casino, was man ausgeraubt hat. Und beim Bankraub in Vice City, na, wie war das denn damals? Naja, da ist ja der Fluchtfahrer, der wollte uns Deckung geben. Und wenn man nicht aufpasst, stirbt der Typ, der den Safe macht, auch. Das ist egal, ob der stirbt oder nicht. Das ist praktisch ein Bonus. Das ist jetzt unser Wagen. Der steht hier schön bereit. Ist eigentlich ziemlich einfach die Mission. Wenn man weiß, dass man eine MG besitzen sollte für diese Mission. Mit voller Munition. Genau. Ah, nein, Polizeisperre. Da müssen wir jetzt wohl durch. Nicht mal den Reifen getroffen. Ziemlich klug, dass sie die Masken noch nicht abgesetzt haben. Die nächste Sperre ist da vorne. Ist da vorne. Und du springst über die Klippen. Da war eine Taube rechts, aber ich konnte sie nicht abknallen. Bam, bam. Yeah. Und der Typ fällt aus der Sperre hinaus. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es ausgenutzt. Die Musik ist so passend. Oh, Scheiße, nein. Wegen Glück, dass der gerade nicht geschossen hat, hätte der mit der... Ja, schön, jetzt hast du echt uns erfangen. Du hast ihn demoliert, mein Lieber. Da vorne ist eine Polizeistation, das weiß ich. Weil wir daran vorbeifahren. Oder auch nicht. Yeah! Wuhu! Und jetzt warten wir, bis die Bullen weg sind. Und Masken ab. Das ist cool, wa? Bam, bam, bam. Ja, wir haben es geschafft. Thanks, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Ja, jetzt kriegen wir noch mehr Geld, ne? Weil Michael tot ist. $250,000 bekommen.
Nico, wir haben länger nichts mehr zusammen unternommen. Die Wahrheit findet sich bestimmt langsam sicher in der Tundra, weil die Alpha-Männchen nicht auf die Jagd kommen. Ruf mich an. Die Spitze der verdammten Nahrungskette. Yeah, Brucey. Da hab ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Da hab ich keinen Bock drauf, diesen Steroiden-Junkie nochmal ertragen zu müssen. Ah. Na komm her, Taxi. Taxi. Scheiß drauf. Oh, oh, ja. 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 Habt ihr es auch gesehen, die Rampe da hinter uns? Da, Monster Stunt. Auf den habe ich jetzt richtig Bock. Richtig schön neu, ja? Die Bullen merken gar nichts, ne? Sehen unseren Wagen, denken sich nichts dabei. Unbekannter Anruf ruft an. Gerald McCurry. Okay, willkommen. Yeah, Monster Stunt. Monster Stunt. Oh yeah, da ist ja schon der nächste. Oh Mann, ist das geil. Nein! Ach fuck. Wir hätten nicht so schnell fahren sollen. Ja, wer konnte das ahnen? Das war eine geile Session, hä? Und jetzt verprügeln wir diese Heinis. Komm schon. Komm schon. Ah, ich will einen Konter machen. Ich schaff den. Ganz ruhig. Der Typ ist stark. Ja, da habe ich ihn. Bam, bam. Oh, langweiler, ey. Oh, jetzt ruft Peggy auch noch an. Klar, werden wir Derek finden. Wir machen erstmal die Mission für Ray Puccino zu Ende. Ich greife mal auch noch an. Ach, du willst gar nicht kämpfen? Nein. Nein. Du willst nicht kämpfen? Willst du nicht kämpfen? Warum denn? Du hast doch sowieso viel, viel Geld. So. Gnadenschuss. Jetzt kriegen wir sicher gleich die Cops auf den Hals gehetzt. Kennt man ja schon. Oder auch nicht. Ja, ich fahre jetzt mit dem Taxi nach Hause, aber das zeige ich euch jetzt nicht mehr. Obwohl, ich weiß gar nicht. Habe ich dir ja schon gezeigt, die neue Wohnung? Habt ihr die schon gesehen? Wenn nicht, zeige ich euch sie kurz. Die Wohnung von Playboy X. Wir wohnen wir jetzt. Schaurig, ha? Ich verabschiede mich hier schon mal. Macht's gut. Achso, abonniert mich und schreibt einen Comment, auch wenn es euch nicht gefallen hat. So, das ist die Wendung von Playboy X. Alles schön, bewertet, super, super, ja. Und ciao, Leute.